Ich lese immer wieder von Männern, die sagen, ich kann Frauen nicht mehr ernst nehmen. Oder die behaupten, dass Frauen ihnen Dinge antun, die diese Heuchler, ehrlich gesagt, selber nicht anders machen würden. Ich hatte seit etwa einer Woche für letzten Samstag 14 Uhr ein Date im Kalender. Aber weil mein Kalender in dieser Woche und an dem Wochenende mit genug anderen Frauen gefüllt war, habe ich ihr vor dem Treffen nicht mehr geschrieben. Keine große Verwunderung, das Date hat nicht stattgefunden. Mein erster Impuls war, okay, kein Problem, ich habe ja genug andere Frauen jetzt diese Woche gedatet. Aber es tut mir ehrlich gesagt einfach fucking leid. Das war richtig scheiße von mir. Ich wollte nie der Arsch werden, vor dem ich ehrlich gesagt Frauen beschützen wollte. Aber hier sind wir, ich nehme dieses Video auf und es tut mir leid. Ich kann die Dame, die mich am Samstag versetzt hat, vollkommen verstehen. Leider leben wir zurzeit in einer echt schnelllebigen Zeit, wo auf Frauen oder Männer einfach nicht mehr wirklich Verlass ist. Sie war einfach nicht bereit, für einen Mann, mit dem sie nur 8 Wortwechsel auf Tinder geführt hat, 60 Kilometer weit zu fahren. Es war vollkommen meine Schuld, dass ich ihr nicht wenigstens 1-2 Tage vor dem Treffen einen kleinen Ausschnitt aus meinem Leben mitgeteilt habe. Einfach etwas Kleines, womit sie weiß, oh, er denkt noch an mich. Das ist nicht einfach nur irgend so eine Nummer, sondern er mag mich. Cool. Es hätte zum Beispiel völlig ausgereicht, wenn ich ihr nur eine Zeile geschrieben hätte. Heute das erste Eis gehabt. Summer, here we go. Das hätte schon gereicht. Ein bisschen Aufmerksamkeit, ein bisschen, oh, ich habe gerade an dich gedacht. Aber nein, ich habe darüber mit einer Freundin, die mich diese Woche besucht hat, gesprochen. Und sie hat mir erzählt, dass auch sie diese Woche von einem Kerl versetzt wurde, der ihr gesagt hat, oh, voll cool, ich freue mich so, lass uns unbedingt treffen. Und dann hat das Treffen angestanden und auf einmal hört man nichts mehr von ihm. Sie schreibt ihm, Nachricht kommt nicht an, Nachricht wird ignoriert, ignoriert, ignoriert. Am nächsten Tag sieht man Nachricht gelesen, immer noch keine Antwort. 4 Tage später immer noch keine Antwort. Und sie fragt sich, was zur Hölle? Wir müssen eins verstehen. Es ist nicht die Schuld von Frauen, dass sie uns nicht vertrauen. Oder dass sie skeptisch sind, wenn du sie ansprichst. Oder wenn das Date gut verläuft und du sie nach Hause einladen möchtest, dass sie dann zögerlich sind. Und das soll keine Ausrede sein oder irgendwelche feministische Propaganda. Das sind einfach Tatsachen, Fakten. Wir sind alle Menschen. Wir haben alle Herausforderungen, wir haben alle Probleme und es gibt überall Arschlöcher. Frauen sind in dieser Hinsicht genauso wie wir Männer. Wer mit dieser Scheiße angefangen hat, weiß der Teufel. Aber hier sind wir und es gibt schwarze Schafe auf beiden Seiten. Darum können wir nur eine Sache machen. Lass uns nicht von du oder sie oder die anderen sprechen, sondern es zählt immer das Wir. Du kannst deine Frau nicht verführen, wenn sie nicht verführt werden möchte. Es ist immer ein Teamarbeit, ja? Ihr macht das gemeinsam. Sie verführt dich genauso, wie du sie verführst. Und zweifel das nicht an. Frauen verführen dich auch. Oder sie versuchen es zumindest. Und du merkst es nicht. Wie viele Männer behandeln Frauen wie das letzte Stück Dreck, in das sie einfach nur hineinspritzen wollen und sie dann fallen lassen wie eine heiße Kartoffel? Ist es da wirklich noch verwunderlich, dass sie, wenn sie in Interaktion mit uns stehen, ein wenig zögerlich und vorsichtig sind? Ich weiß, du hattest diese Erfahrung vielleicht auch. Auch ich wurde verarscht von Frauen. Aber das heißt nicht, dass sie das Feindbild sind. Das heißt, dass wir verdammt nochmal Pech hatten, verletzt wurden und vielleicht deswegen ein bisschen mehr Empathie haben könnten, wenn es ihr passiert. Genau das sollte uns doch zu bedenken geben. Genau das sollte uns doch die Fähigkeit geben, ein wenig mehr ihre Lage verstehen zu können. Wenn du anfängst, Frauen zu verstehen, dann wirst du ihnen auch eine Möglichkeit geben können, ihnen eine bessere Welt zu zeigen und im Gegenzug begehrt zu werden, geliebt zu werden, von ihr so angehimmelt zu werden, weil du verdammt nochmal einer der wenigen Kerle bist, einer der wenigen Männer, die diese Spielchen nicht wieder mitspielen, die diesen Kreislauf aufs Bullshit und Manipulation brechen. Und ihr mit glasklarer Intention sagen, ich finde dich heiß, ich werde mich dafür niemals entschuldigen. Hast du diese Klarheit? Hast du diese furchtlose Ehrlichkeit?